Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EFT. Ich bin zurück und habe mich einmal ausgerüstet. Wir haben eine P90 am Start mit meiner PP-Version, einen Ullachhelm, die Defender 2 Rüstung, Razorhammer am Start, ein Tragesystem relativ großes, ein Rucksack, den wir noch vom letzten Mal übrig hatten, Granaten, Heavy Bleeding, Schmerzmittel, L191er Munition wieder, zusätzlich noch ein weiteres Salewaschinen, CMS, ein Dockcase. Das können wir eigentlich rausschmeißen, denn das Dockcase ist eigentlich für Customs. Mal umbenennen das Ganze. Benennen. Customs. So, speichern. So, dann nehmen wir das andere Dockcase mit. Da müsste, glaube ich, das müsste halb leer sein, das Teil. Ist das ja eigentlich Customs? Das ist eigentlich Customs. Können wir das wieder umbenennen? Namen zurücksetzen. Perfekt. Und nehmen das Ding einmal mit. Weil wir da ein bisschen mehr Zeug reinkriegen. Und dann gehen wir einmal auf Interchange. Die Minibusse markieren. Das ist momentan die einzige Quest, die wir noch auf Interchange haben. Dreimal Minibus markieren. Einer steht außerhalb in so einem Containerlager, wo ich ehrlich gesagt nicht genau weiß. Ich glaube aber auch beim Oli müsste das ungefähr irgendwo sein. Und die anderen zwei stehen in der Tiefgarage vom Oli, von diesen Bossen. Und da gucken wir jetzt dann einmal rein. Was hast du für noch für Quest? Man weiß es nicht. Und dann können wir noch, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, nämlich nicht gemacht, bei dem Händlern, genau, Brapor, die Quest haben wir nicht abgegeben. Das können wir mal noch machen. Die 25 Skeffs, die wir eliminieren mussten. Und dann würde ich sagen, einmal abschließen. Herzlichen Dank. Und da kriegen wir eine neue Quest dafür und brauchen jetzt hier, finde eine 6 Stan 150mm Militärbatterie im Raid. Übergebe die eine Militärbatterie, okay. Und Geschosse, das sind diese OFZ-Geschosse, diese Panzergeschosse praktisch. 5 Stück von den Dingern. Dafür kriegen wir eine Ash freigeschalten. Okay, das ist schon ordentlich was. Und ja, wir gehen jetzt einmal, wie gesagt, auf Interchange, werden zusätzlich noch ein bisschen Grafikkarten suchen. Paar Granaten haben wir dazu bekommen, 52.000 Rubel. Wir sind momentan bei fast 4 Millionen Rubel wieder. Das passt soweit. Und dann würde ich sagen, verlieren wir nicht allzu viel Zeit. Gehen wir direkt so, wie wir jetzt sind, auf Interchange. Mit dem Skeff werden wir auch nochmal auf Interchange gehen. Der hat eine coole Schrotze momentan. Und dann gucken wir einfach mal. 8 Uhr, 9 Uhr, das passt. Alles versichern. Herzlichen Dank und bereit. Und dann gehen wir einmal in der Change rein, also beim Oli. Zusätzlich suchen wir dann einmal auch noch nach Grafikkarten natürlich, wenn wir sowieso schon mal da sind. Da fehlen immer noch 2 Stück. Da haben wir leider eine relativ schlechte Bilanz. Ist jetzt aber nicht die Main Quest. Wir müssen unbedingt nochmal auf Factory, dann die anderen ganzen Reserve und so weiter und so fort. Kommen natürlich auch noch, aber wie versprochen jetzt nicht Customs schon wieder. Wo wir zwar auch immer noch PMCs töten müssen mit der Schrotflinte, aber das stellen wir jetzt erstmal ein bisschen hinan und springen so ein kleines bisschen durch die Gegend. Ich glaube, wenn wir eine Quest durchgehend fokussieren, wird das auf Dauer ein bisschen fad und langweilig. Wobei ich sagen muss, wenn man sich halt einmal eingespielt hat, ist es ganz geil. Mit der Schrotflinte beispielsweise, dann spielst du anders. Also tatsächlich ist ein Spiel nicht das Schlechteste. Wenn man immer wieder das gleiche Gear benutzt, du weißt, wie das Zeug funktioniert, du weißt, wie es reagiert vor allem auch. Es ist echt nicht schlecht, wenn man es eigentlich so macht. So, wir sind natürlich beim Oli tatsächlich. Das ist super. Vor uns müsste eigentlich der Erste sein. In diesem Container-Ding hier. Und dann im Oli unten drunter praktisch. Lustigerweise, hier sind überall außen die Spawns. Hier innen drin ist kein Spawn. Wir sehen hier nie einen Spawn. Und hier müsste irgendwo... Da ist er schon. Er ist der Erste. Da war es schon. Platzieren. Oh, Platz. Hallo? Platzieren. Verbrannter Ding. So, das übliche. Oh, PS. Ganze Schachtel voll. So, und gucken mal. Ausrüstung. So, Stufe 25 haben wir. Oh, mit der Quest haben wir sogar Stufe 25 erreicht. Munition entladen. PS-Munition, nett. So, 12 Sekunden. Und dann gehen wir ja, einmal dementsprechend rein. Und gucken mal. Einzelfeuer mit der Automatik. Ich glaube, hier gibt es sowieso nicht mehr so viel, was du sonst holen kannst. So, erste Teilaufgabe haben wir abgeschlossen. Sind wir überladen? Ja, 27,1 Kilo. Leider. Und ja, wir müssen jetzt unten in die Tiefgarage. Das heißt, wir gehen hier an der Seite rein. Und die stehen aber irgendwo... Na, wobei, wir gehen da gleich rein. Die stehen hier irgendwo rechts. Also hier vorne rechts dann. Müsste nicht sein. Gucken wir mal. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was. Ah, da hinten rennt einer mit dem Scheinwerfer schon mal durch die Gegend.
So, Minivans. Kleinen Moment. Machen wir mal die Karte auf. So, Eingang D, Eingang C. Wir müssen noch weiter rüber praktisch. Also mehr nach links tatsächlich. Hier rüber. Nein, laufen sehen. Das ist ein bisschen arg unangenehm offen hier tatsächlich. So, da steht einer. Das hier ist einer. Hier haben wir schon unseren zweiten. Ich glaube, das letzte Mal war auch auf der Map, wo wir Killer getötet hatten. Mehr oder weniger aus Versehen. Kommen wir hier rein? Nee. Bisschen was durchsuchen können wir natürlich trotzdem. LRN. Ein Stock, okay. So, das ist der und der andere müsste dementsprechend da drüben sein. Das war auf jeden Fall gut. Hast du so angehört, wie wenn da einer kommt? Der Generator ist allerdings etwas laut. Das müsste eigentlich mit MC sein. Ein Scaff, okay. Ja, der hat keine Helm und keine Weste an. Leichtes Futter. Eine Scaff-Weste. So, eine andere müsste jetzt hier auch irgendwo stehen. Hier bei C geht's hoch. Ich glaube, da hinten. Da ist er. Die Entfernung ist echt ein bisschen zu hoch. So, das ist unser letzter. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal hoch. Richtung Oli. Klauen würden keiner. Und die letzten 9 Sekunden müssen wir halt jetzt nur überleben. Das kriegen wir hin. Und dann haben wir die Aufgabe tatsächlich schon abgeschlossen. Eigentlich recht simpel. Ah, Aufgabe haben wir. Ich sehe ihn nur nicht. Ich sehe ihn nicht. Irgendwo da ist er. Hier ist schon hell. Das war nur ein Scaff. Jetzt sagen wir, verschwende ich die großartige Zeit. Wir gucken jetzt einmal Richtung PCs. Und schauen mal, was wir so finden können. Wir brauchen Crackers. Idealerweise mehr wie eine.
Eigentlich wäre ich mit einer erstmal glücklich tatsächlich. Erstmal hier rein. Hinter uns ist ein zu großer offener Bereich, wo man definitiv... Ja, da wird auch schon... Haben wir den Schlüssel nicht dabei? Oder ist war der leer? Den man definitiv nicht komplett checken kann. Das letzte Mal wurden wir hier erschossen, wo wir in den Rücken geschossen wurden. War unangenehm. Hier ist offen. Kein Rechner. Kein Rechner. Da ist ein Rechner. Wieso habe ich den nicht gesehen? Da ist jetzt die Kraka drin, ich weiß es. Okay, oder auch nicht. Ist halt unangenehm in den Gängen. Ich meine, kann links einer sein, kann rechts einer sein. Wissen tust du es nicht. Eine Back. Und guck mal einfach mal, was wir finden. Die Scaffers schmeißen wieder weg. Wir brauchen die zwar noch. Morphinstick. Tushonka, aber wir bräuchten ein kleines Tushonka. Oh, haben wir zumindest schon mal was zu essen. Hier sind gerne mal Scaffs, wie wir wissen. So, den Haupt, einer der Haupträume PCs. Hintenrum gehen wir danach noch. Wir müssen sowieso hinten rum. Da liegt nichts. Da liegt diesmal auch gar nichts. Okay, fangen wir mal hier an. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da auch nichts, da auch nichts. Hier auch nicht, hier auch nicht. USB-Stick natürlich nach wie vor auch ein gefragtes Gut. Was ein Rechner? Keine Kraka? Wir nehmen auch SSDs, alles andere, was irgendwie vielleicht Kohle bringen könnte. Knifte. Target Rin. Schade. Ein kleiner Adapter. Komm, mitnehmen, braucht nicht viel Platz. Beziehungsweise ist nicht schwer. Klar, am Ende müllt das irgendwie alles ins Inventar zu, aber... Bartöl. Apollo-Zigaretten brauchen wir nicht mehr, wir brauchen andere. Die Waffenkisten waren eigentlich immer ganz geil. Oh ja, das ist was Großes. Oh, der Suppressor ist nice. Ah, der ist auch gut. Ein Ulach-Wüsten. Okay. Nehmen wir mit. Können wir uns dann tatsächlich erstmal wegfeuern. Links von uns ist auf jeden Fall was. Zündkerze. Oh, das ist zu schwer. Würde ich sagen, wir gucken jetzt rein, laufen hinten rum. Beziehungsweise in der Mitte würde ich gerne eigentlich noch gucken. Außer Killer ist wieder da. Wobei, den haben wir gekillt. Nur seine Wache war dann zu viel. Beziehungsweise halt der, wo uns den Rücken geballert hat. Killer lustigerweise war machbar. So, da ist nix drin. Caps. Okay, guck mal weiter. Ich laufe hier gerne tatsächlich hinten lang. Ich glaube, da ist ein bisschen weniger Action geboten. Müssen dann aber eh vor. Ah ja, Boss ist nicht immer da. Und er hat verschiedene Positionen, wo er spawnen kann. Ein bisschen überladen, das ist ein bisschen nervig tatsächlich. Ich brauche noch was zu trinken. Gasflasche ist zu heavy. Autobatterie hat man, glaube ich. Da brauchen wir keine mehr. Sah so aus, wenn da einer liegt. Da liegt tatsächlich einer. Okay, der hat es eh schon hinter sich gehabt.
Oh, hier liegen viele. Das ist immer so ein... Das ist auch immer so ein Eck, was mega Skeff belastet ist hier. Oh Gott. Oh Gott, hier ist auch alles. Das ist halt 2 Millionen Angriffspunkte auch. Hier ist auch guter Loot, aber es ist tatsächlich halt ein Eck. Hier willst du nicht sein. Also nicht unbedingt tatsächlich. Hier ist ordentlich was los, normalerweise. Oder eigentlich immer. Netzteil. Schade. Noch ein Rechner. Aber hier stehen auch einige Rechner rum. Schade. Aber zwei... Du hast immer Hoffnung. Dann wird sie dir zerstört. Tarkov ist leider grausam. Wir haben gelernt, schmerzlicherweise, wobei wir schon wieder so kippen, dass es schwierig wird. Können wir den looten? Stufe 1, die arme Sau. Okay, wir haben hier definitiv irgendwo noch einen Scav hocken oder einen Spieler. Ja, links von uns ist noch einer. P90 ist eine geile Waffe. War nur ein Skeff. VPO. Na, der hat schon Spieler gekillt, so wie es aussieht. Oder er hat... Ja, die Handfeuerwaffe müsste eigentlich von dem Spieler haben. Brauche ich was zu trinken? Ah, ist doch was. Ja, danke. War er drin? Die Frage ist, wie gründlich war er? Okay, da ist sonst nichts weiter. Da ist ein Rechner. Mal zu. Wahrscheinlich gleich aufgehen. Hallo? Netzteil. Nächster Rechner. Richtung Idea können wir eigentlich auch noch. Ah, HDD, schade. Wir haben kein Glück. Wir haben kein Glück. Matches. Bringt uns alles nichts. So, dazu würde im Innenbereich einen gefährlichen. Oh, zu die Tür. Nun müssen wir raus. Ausgang bei den Schienen. Skeff-Lager, Loch im Zaun. Schutzbunker. Noch ein Rechner.
Ach, keine Ahnung, wir durchsuchen Rechner an Rechner an Rechner. Keine Graka drin. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Die machen zwei Runden Interchange, haben fünf Grafikkarten einstecken. Es ist uns nicht vergönnt. Aber immerhin. Wir werden jetzt die Grafikkarten-Quests immer nur noch machen, wenn wir also Interchange-Quests haben. Wir haben jetzt, das ist die letzte Quest für Interchange. Oder wenn wir so irgendwo PCs natürlich auf einer anderen Map mitnehmen können. Ein paar Standorte gibt es ja. Electric können wir eigentlich liegen lassen. Aber tatsächlich leider nicht so viele. Und deswegen, ja. Jetzt dann erstmal das letzte Mal Interchange. Da ist jetzt auch wieder nichts. Ja, jetzt sind wir gerade hinten drin. Emmacom können wir nicht. Wir könnten durch das Loch im Zaun gehen. Ich glaube, wir gehen Loch im Zaun tatsächlich mal. Hinten beim Oli rum und dann Loch im Zaun. Links von mir müsste einer sein. Da drin. Ja, ziemlich sicher. Ziemlich sicher. War ein bisschen laut. Okay, hier hin können wir raus direkt. Müssen wir zwar den Rucksack da lassen, aber das ist jetzt nicht so schade um das Ding. Ehrlich gesagt. Deswegen für mich völlig in Ordnung. Ich hoffe, euch auch. Haben wir den Ausgang auch mal benutzt. Müssen uns nur gucken, dass wir runterkommen, ohne dass wir irgendwie abgeballert werden. Das ist nochmal eine gefährliche Stelle. So. Und dann in die andere Richtung. Den Ausgang haben wir leider nicht. Emma kommen. Aber hier hinten ist das Loch im Zaun. Jetzt ist es nochmal risky. Ah ne, die Taste habe ich umgelegt. Tactical Device umstellen. So, hier ist das Loch. Hier kommen wir nur ohne Backpack raus. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal das Zeug noch mit rein. Das hier. Die PS-Muni. Die kann raus. Die 60 PS nehmen wir noch mit. Die Wallet würde ich eigentlich noch gerne mitnehmen. Das kann raus. Das kann raus. Alles verwenden. So, das Ding wird wahrscheinlich eh wieder kommen. So, und hier ist jetzt das Loch. Und hier können wir dementsprechend raus. Loch im Zaun. No Backpack Exit. Erste Mal, glaube ich, das mal benutzen. P90, nach wie vor geile Waffe. Bisschen was da mal gekillt. Haben wir einen Spieler gehabt? Glaube nicht. Aufgabe Minibus ist bereit zur Abgabe. Sehr schön. 2000 Erfahrungspunkte. Immerhin, wir haben 5 Skeps getötet. Kopfschuss, Kopfschuss getötet. Linker Arm, Thorax, Thorax. Aber wenn die keine Westen haben, auch mit Westen, die Munition, die wir schießen, ist jetzt tatsächlich nicht so verkehrt. Dann machen wir eine schnelle Runde Interchange noch mit dem Skeft. Da haben wir heute Interchange abgehakt. Wir gehen mal schnell die Minibus-Quest noch ab. Mal gucken, ob danach noch was kommt. Und dann schauen wir mal. Leider wieder halt keine Kraker, aber was willst du machen? So, deine Aufgabe, herzlichen Dank. Minibus, Aufgabe abgeben, abschließen. Wir bekommen einen Rucksack immerhin dafür. So, gut genäht, Teil 1. Finde Skimützen mit Augenlöchern, übergebe Skimütze, finde einen Pilgrim-Wanderrucksack im Raid, übergebe den Rucksack. Eigentlich eine einfache Nummer. Als Belohnung wirst du in der Lage sein, diesen Gegenstand selbst herstellen zu können. Cool. Können wir selber Armor herstellen. Eigentlich nett. Eliminiere. Eliminiere den Boss Störmann mit einem Thorax- oder Bauchschuss. 7-mal. Natürlich. Nichts leichter wie das. Okay, hier sind leider die Grafikkarten. Gut, dann einmal, wie gesagt. Wir werden jetzt einmal mit dem Skeff noch reingehen. Bisschen Platz haben wir noch. Ist nicht mega viel Platz, aber das kam alles mit der Versicherung wieder. Wir haben ordentlich was an Kohle auf jeden Fall mit eingesteckt. Und dann
leveln mir auch mal ein bisschen Scav weiter, Interchange, 11 Uhr, das ist okay und sagen bereit und dann gucken wir mal. Mit der Schrotflinte theoretisch gegen PMCs können wir fighten, ja, ist leider die lange Variante, die spiele ich nicht ganz so gerne, ich finde die mega unhandlich, das Ding. Scheint auch das kleinere Magazin, glaube ich, zu haben, was nur 6 Schuss fasst oder 4, 6 Schuss müssen da, glaube ich, reinpassen, das 8er hängt ein bisschen weiter vorne raus, glaube ich. Gucken wir einfach mal. Vielleicht finden wir mit dem Scav eine Grafikkarte. Vielleicht hat er direkt von Anfang an einen USB-Stick einstecken. Das weiß man leider immer nicht. Der USB-Stick wäre auch noch richtig cool. Du brauchst halt... Es ist ein bisschen nervig, dass du von den Dingern so unglaublich viele brauchst. Und es ist ein Item, was einfach absolut beschissen zu finden ist. Und wie viel haben wir? 4 Schuss ist es, die 4 Schuss-Variante. Rostiger, blutiger Schlüssel haben wir dafür einstecken. Okay. Und wir haben ganze 8... Wir haben 8... okay, wir haben 8 Schuss... Gegen den Level 1er, den wir da gefunden hatten, der von einem Scav erledigt worden ist. Okay. Gegen den Level 30er, der normal als anders da ausgerüstet ist. Mit 8 Schuss. Was soll ich machen? Den. Der stellt sich vor mich hin und lacht mich aus. Das wird doch niemals was. Dunkel, dunkel. So, ich weiß jetzt nicht mal genau, wo wir hochkommen. Idea. Ja gut, gehen wir direkt vorne rein. Also da, wo das spannende Loot rumliegt. Gucken wir mal, was wir so finden. Sind wir überladen sogar? Nee, oder? Nee, 11 Kilo. Als Scav bist du eigentlich nie überladen. Bräuchte allerdings noch einen Rucksack. Wir haben diesmal keinen Rucksack. Wobei, für eine Krake haben wir immer Platz. Da kann eine Tasche spawnen. So, mal gucken, ob man gleich wieder was über den Weg rennt, was mich gleich mit One-Shot über den Haufen schießt. Wir rennen allgemein ein bisschen unbesorgter als Scav durch die Gegend. Ich meine, wenn wir drauf gehen, müssen Scav, oder? Ja. Das ist schon mal gut. Das heißt, hier ist erstmal kein PMC. Dann können wir hier mal durchlooten. Die PC ist, wie gesagt, das Objekt der Begierde. Eine Schlickers. Oh. Metabolismus beim Scav-Leveln. Why not? Eine RAM und ein Kabel. Da müssen wir alles liegen lassen. Hier liegt nicht wirklich was rum. Das sind diese Kappen, die nichts bringen. Ein bisschen spät reingespawnt gerade das Zeug. USB-Stick, wie gesagt, wäre cool. Muss, glaube ich, mal ein bisschen besser auf die Slots vorne achten. Kabel, SSD. Okay, nett. Der kann halt hier vorne drin stecken, tatsächlich. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Die Regale sind ja noch ansatzweise interessant hier. Ein Lüfter. Haben wir nicht, einen Lüfter gebraucht? Jo. Haben wir auch in den PCs. Also, wir finden extrem selten Lüfter, finde ich. Die Dinger sind eigentlich nicht so. Die ist eigentlich gar nicht selten, die Dinger. Wir finden nur fast keine. So, hier kann er eigentlich auch Technikramp spawnen. Kann natürlich auch sein, dass er schon weggelootet ist. Sonst sind wir hier eigentlich durch. Frage ist, ob wir bis zum Ausgang bei den Schienen Emma kommen. Emma kommen ist halt unten beim Oli. Müssen eh auf die andere Seite. Und dann gucken wir mal, dass wir rüberkommen. Rennen wir in unser Verderben. Übrigens sollten wir Killer begegnen, also Bosse schießen auf uns. Die erkennen uns praktisch als Spieler. Als Spieler-Scav und ballern uns um über den Haufen. Eher nicht so die lustige Variante. Gehen wir hier hinten. Wir gehen hinten durch. Dann können wir noch mal kurz bei Oli hinten in die PCs reingucken, bevor wir dann Emma kommen, letztendlich rauskommen. Dann sind wir einmal praktisch über das ganze Ding auch drüber gerannt. Idealerweise natürlich etwas beeilen. Was zu trinken, was zu essen haben wir noch einstecken. Das habe ich jetzt extra nicht weggeworfen. Wir können jetzt Kisten und so weiter durchsuchen. Wir haben nur keinen Platz. Ich bräuchte einen Rucksack.
sowas wie eine Sporttasche lohnt sich, weil da ein Rucksack drin sein kann. Vielleicht Waffenkisten auch. Da kann auch Rüstung drin sein mit Blätzen. Der Vorschlaghammer, den wir am Ende gekauft haben. Da ist er wieder. Jetzt, wo ich ihn nicht mehr brauche. Hier will ich mal kurz reinschauen. Ich finde hier nie Essen. Andere finden hier immer Tonnen an Essen. Ich finde hier nie Essen. Weiß nicht, wie andere das machen. Ist immer alles leer bei mir. Andere gehen hier durch die Regale. Haben 20 Tushongas einstecken. Ist immer alles leer. Wir haben ja gerade die Freiheit. Gut, wenn jetzt Killer in der Mitte ist, war es das für uns. Das ist ein Scav. Ein Wodka steht da rum. Achso, das sieht schon wieder sehr mau aus. Gut, wenn wir eine Leiche sehen würden, die rumliegt. Hier auch sämtliche Regale komplett leer. Alles leer. Wie zur Hölle finden die Leute immer Tushonka und alles hier drin? Verstehe es nicht. Oder bin ich einfach am falschen Platz? Aber hier ja genauso. Hier auch. Alles leer. Hier. Da ist eine Waffenkiste. Aber die Regale, da steht null Loot drin. Okay, das ist jetzt zumindest nichts, was wir anziehen könnten. Hier. Nicht ein Item. So, dann hier raus. Einmal weiter Richtung Oli. Na, da kommen wir nicht lang. Hier hinten gibt es noch ein paar Waffenkisten. Müssen aber raus und rechts. Wir haben noch keine Schüsse gehört. Das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht ist gar keine PMC mehr da. Weiß nicht, wie genau das simuliert wird. Da haben wir was gehört. Könnte aber ein Scav gewesen sein. Ist aber egal. Wir wollen es eh nicht rausfinden mit unseren 4 Schuss. Irgendwas über den Haufen ballern ist jetzt nicht so pralle. So, hier wollen wir rein. Die Tür ist zu, das ist gut. So, dann einmal die Schnellvariante. Da ist nix, da ist auch nix. Da ist auch nix, da ist auch nix. Wie Sie sehen, sehen Sie einen Rechner. Andere Seite ist leer. HDD. Max Energy. Ja, komm. Alles verwenden. Immer mal auf den Tischen mitgucken. Da kann auch Zeug spawnen. Man sieht es nur extrem schlecht. Ein Kabel. Ah, ja, klar. Und RAM. Nichts Weltbewegendes leider. Ja, auch nicht. Ah, ne. Topfpflanze sah aus wie eine Tasche. Erst reingucken in den Raum. Ja. Einen Lüfter würde ich auch noch nehmen. Nope. Nope. Schade. Na, ist noch ein Rechner. Ich meine, die sind nicht mal geplündert, aber finden tust du trotzdem nichts. DVD-Laufwerk auch relativ selten. Komm. HDD und CPU. 2 Millionen USB-Sticks. Hier liegen 3 USB-Sticks auf dem Tisch und du kannst keiner von looten. Das irgendwie ist das keine Ahnung. Das ist einfach nur gemein. So, nächster Rechner. Dann gehen wir. Kabel auch nichts. Okay. Ja, viel mehr ist letztendlich nicht da. Dementsprechend auf der anderen Seite ist klar auch nochmal der kleine Raum, den wir höchstens mitnehmen können. Dann kommen wir wieder in der Mitte raus. Dann geht es nach rechts rüber. Auch leer. Also zu zumindest. Das ist noch ein Tee. Ja, besser wie nichts. Kopierpapier.
Crate war am Anfang, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So. Caps. Eine Coke. Ich glaube auch, die Red Cola müsste mehr wert sein. Auch nichts drin. Ein Kühler. Na komm. Dann nehmen wir lieber den Kühler mit. Immerhin. Da ist auch nochmal ein Rechner. Ja. Kärtchen. Das ist der Rest Mehrwert, den wir einstecken haben. Das war's. Ja, hoffen wir, dass da einfach keiner steht. So ein Skeff. Nimm es mal an, oder? Sonst hättest du dich schon umgedreht wahrscheinlich. Du kannst ruhig vorlaufen. Wäre nicht das Schlechteste. Wir haben irgendwie ein Problem mit Türen. So, jetzt gehen wir Emma komm raus. Wäre zwar nur eine Tasche. Leider keine Leiche gefunden oder irgendwas in der Richtung. So, ein Skeff. Hat er das gesehen? Ist das ein Renderfehler gewesen oder wieso war in dem Baum schwarz? Ich will es ehrlich gesagt nicht rausfinden. Wir haben immerhin zwei Lüfter. Ein paar Morphinsticks oder nicht Morphinsticks, aber ein paar Stims wären tatsächlich besser gewesen, weil wir da auch noch eine Mission haben, wo wir ganz viele von diesen Stims brauchen. So, Baum war mir ein bisschen suspekt. Kann natürlich sein, dass da einer steht, nämlich. Exit Camper. Haben wir Gott sei Dank nicht. Es ist so geil. Der Hauptgrund, wieso ich so gerne Singleplayer Tarkov spiele. Exit Camper gibt's nicht. Ich glaube, wenn da wäre es wirklich reiner Zufall, weil der PMC simuliert wird, dass er zum Exit rennt. Da, seht ihr das? Steht dort einer, oder? Nee. Nee, jetzt würden da drei stehen. Das ist irgendwas, was nicht richtig gerendert wird. Sieht seltsam aus auf jeden Fall. Aber gut, wir sind durch. Zwei Lüfter haben wir eingepackt. Wir haben wieder alle PCs mitgenommen. Die gingen praktisch. Haben wieder keine Kraka gefunden. Wir haben einen roten Schlüssel, wo ich keine Ahnung, rostiger und blutiger Schlüssel drauf steht. Der Besitzer dieses Schlüssels wird in Ewigkeit umherwandern. Ist das nicht dieses Halloween-Event-Schlüssel-Ding? Irgendwie sowas? Gibt's, glaube ich. Auch im Weihnachtsmann gibt's ja auch. So, 700 Erfahrungspünktchen. Alles verkaufen. Nope, nicht alles verkaufen. Das können wir so behalten. Ich würde tatsächlich alles einfach so behalten. Es ist jetzt nicht die Mega-Ausrüstung gewesen, dass ich das wirklich krass lohnen würde. Aber einiges an Rubel waren es trotzdem. So, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nächste Folge, mal gucken. Wir gehen wahrscheinlich Reserve mal und uns da ein bisschen umgucken. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht es gut.